dadurch hat man ein bisschen aus meiner Sicht, ich mache das jetzt hier vielleicht nicht so gut wie der Alex cinematisch, aber falls ihr euch wundert, Kamera steht heute auf meinem Hochsitz. So, wir haben unseren Stand jetzt bezogen. Ich kenne den natürlich schon bei uns im Revier. Ist sehr vielversprechend. Wir sitzen quasi mitten im Revier. Auf einer Schneise. Mitten am Hang. Hinter uns auch wieder Hang nach unten. Könnte alles sehr vielversprechend sein. Schauen wir mal. So, die Hälfte des Treibens ist jetzt ungefähr durch. Bisher hatte ich leider noch kein Waldmannsseil und auch noch keinen Anblick. Die Treiber waren aber auch noch nicht in der Nähe. Geschossen hat es im Revier ab und zu schon. Einer meiner Nachbarschützen hat mir gerade geschrieben, dass vor ihm die Sauen drin stecken. Also ich denke, da könnte vielleicht noch was gehen. Wie man sieht, also wie man unschwer erkennen kann, ist das heute eine Jagd bei Minusgraden. Dementsprechend ist es auch ziemlich kalt. Kommt auf der Kamera ein bisschen blöd rüber, sehe ich gerade, aber ich bin deutlich in Signalfarben unterhalb von mir noch angezogen. Mal schauen. Ich versuche mich weiterhin einzupacken, aber trotzdem irgendwie aktiv zu bleiben. Das ist bei den Bedingungen immer ein bisschen schwierig. Also gleichzeitig sich dick einzupacken und aber auch noch so flexibel zu sein, um möglichst schnell reagieren zu können. Ich melde mich auf jeden Fall, falls was passiert. An euch alle, Waldmannsheil. Kosti! Hallo! Hallo, Kosti! Wo sind Pokos? Nicht Poko! Keine Poko! Keine Poko, keine Katze! Ja! Scheiße! Meine Pfote kaputt! Nichts gut. Aber wenn ich laufe hier, komme ich zu. Horst Köhlerplatz. Das ist gut. Net Bino. Dingo. Wie heißt der? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also Treiber willst du heute bei den Bedingungen auf jeden Fall nicht sein. Wir haben es jetzt eine Stunde vor Hahn in Ruhe. Leider immer noch kein Wild da gewesen. Allgemein wird wenig geschossen im Wald. Ich hoffe, das wird irgendwie noch besser. So, Akku ist gewechselt. Jetzt müssten wir noch ein bisschen Rebwild oder Schwarzwild anwechseln. Vom Wetter her ist das hier natürlich aber optimal. Also nicht nur zur Nachsuche, sondern auch allgemein zur Wildansprache, das Wild zu sehen. Und ich glaube, jeder Jäger, der schon ein bisschen Erfahrung auf Drückjagd hat, weiß, dass es kein schöneres Bild gibt, als eine Rotte Überläufersauen auf weißem Hintergrund. Halt mal Seil. Ja, Gonzi? Moin, wie sieht's aus bei euch? Wir kommen jetzt auch hoch und ran unter die Reste. Ja, keine Schweine. Ist alles gebrochen, das ist unfassbar, was ich nicht sage. Und der Papa? Beim Papa? Keine Ahnung, kein Griff.
Also, unverhofft kommt oft. Wir sind etwa eine Viertelstunde vor Ende des Treibens. Neben mir hat es geschossen, schießt immer noch stark, also irgendwo ist jetzt eine Rotte unterwegs. Müsste eine Überläuferrotte gewesen sein, die mich die sich gesprengt hat. Zuerst kam hinter mir, zeige ich euch gleich nochmal, ein einzelner Überläufer, den ich nicht beschossen konnte. Und dann kam eben gerade von unten auch von rechts hochgezogen ein einzelner Überläufer, den ich strecken konnte. Waldmann sank. Die erste Sau sind etwa hier nach langgezogen. Kein Kugelfang, keine Chance. Und ist dann etwa 150 Meter in der Richtung über die Schneise den Hang hoch. Und die Sau, auf die ich schießen konnte, ja, kann man etwa 25 bis 30 Meter rechts von mir, auch von unten. Ist aber hier schon über den Weg, wo ich sie dann strecken konnte. So, wir haben 13 Uhr, Hahnenruh. Schade, dass das Treiben noch eine halbe Stunde länger geht, auch wenn es kalt ist. Jetzt am Ende wurde es nämlich nochmal richtig spannend. Ich gehe auch mal stark von aus, dass hinter mir noch ein bisschen Sauen drinne liegen. Vielleicht kann man dann morgen in dem Treiben nochmal was gucken. Ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal nochmal im Schrein schauen gehen und gucken, was dann passiert. So, da würde ich sagen, machen wir uns mal auf Richtung Anschuss. Hier ist der Anschuss. Ist natürlich super leicht zu erkennen bei dem Schweiß. Da sind die Nachsuchen nicht sehr kompliziert. Dies ist aber eh nicht kompliziert. 15 Meter dahinter das Stück liegt. Auf jeden Fall so, dass ich sehr zufrieden mit dem Schuss bin. Das Stück auch sofort verendet ist. Natürlich, wie man es im Schwarzwild kennt, noch kurz geschlägelt. Aber ansonsten alles wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal ins Aufbrechen. Ja, kurz nach dem Schuss noch mal ein bisschen spannendere Aktion. Hier liegt mein Stück wild. Ich laufe 6-7 Meter weiter. Man hört die Hunde jetzt sogar noch. Und auf einmal ruft mein Bruder, alle stehen bleiben. Ich habe die Sau, die aber noch lebend war. Die Hunde waren wohl dran. Mein Bruder hat aber durch sehr gute Hundearbeit, das macht er eh super, die Hunde vom Stück wegbekommen und konnten einen sauberen Fangschuss antragen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber es war alles sehr gut nachzuvollziehen. Denn das Ganze ist 20 Meter unter mir passiert. Und so hatte liebe Wildblitzer, Outside Hunters und ich alle zur Strecke beitragen können. Das klingt doch sehr schön. Weil wir viele Zuschauer haben, beziehungsweise alle viele Zuschauer haben, die keinen Jagdschein haben und aufgebrochenes Wild nicht gewöhnt sind, möchte ich euch jetzt den krassesten Anblick ersparen. Aber jetzt kann ich euch sagen, in den Hängen ist das Bergen gar nicht so einfach. Was sind denn das für Steilkippen hier? Da gehst du ja am besten anstellen mit Skiern. Scheiße.